Jo, was geht ab? Guten Morgen. Ich bin noch im Bett. Aber ich muss jetzt aufstehen, weil ich jetzt Sport machen muss. Und meinen Vlog habe ich zum Glück gestern schon geschnitten. Sonst hätte ich früher aufstehen müssen. Total unlogisch. Ich hätte auch früher ins Bett gehen können und früher aufstehen können. Aber nein, ich bin lange wach geblieben und habe länger geschlafen. Egal. Aber ich hätte nicht früher einschlafen können. Von daher ist das egal. Ich werde jetzt aufstehen und Sport machen. Das stimmt mir zu. So, ich habe mich jetzt mal in meine Sportklamotten geschmissen und werde jetzt das Workout machen. Ich glaube, das ist ein Kraftworkout heute. Finde ich aber ganz gut. Und irgendwie freue ich mich heute voll auf Stretchen am Ende, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich total Lust, mich zu stretchen. Stretch. Ich zeige euch mal, was heute dran ist für ein Programm. Das heißt, Strong, Lean, Toned Arms, Chest and Shoulders. Okay, also so ein Oberkörper-Workout. Aua, aua, Tisch. Ja. Wollen wir mal. So, fertig. Das war ganz gut. Ich glaube, ich werde es aber erst morgen merken in den Armen. Bin ja mal gespannt. Und jetzt gehe ich duschen. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und muss jetzt auch direkt los zum Wimpern machen. Ich kann euch mal zeigen, wie das vorher aussieht. Also gerade hier ist so gut wie gar nichts mehr. Oh, ich muss niesen. Und hier geht noch. Es kommt nicht. Okay. Also hier sind alles meine normalen Wimpern, die man so gut wie gar nicht sieht. Ja, also wie gesagt, es ist dringend notwendig. Deswegen, ich fahre jetzt noch schnell zur Sparkasse und dann los zum Wimpern machen. Und danach muss ich auch arbeiten wieder. Hält sich aus, als würde ich heulen, weil der Nieser nicht kam. Ich habe wieder schöne Wimpern. Guckt mal, wie toll das aussieht. So, oh, irgendwie. Schönes Licht hier. Was ist los? Ich bin jetzt auf dem Weg zu Hause. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil ich muss jetzt noch Essen kochen und dann mich fertig machen. Also noch ein bisschen schminken, weil so möchte ich nicht arbeiten. Und dann arbeiten. Und ich wollte mal kurz eine liebe Zuschauerin von mir grüßen. Die liebe Marcia. Sie hat nämlich heute Geburtstag. Wenn der Vlog online kommt, ist es leider nachträglich, aber ich hoffe, das ist trotzdem okay. Und ja, das ist ein ganz besonderer Mensch, ein sehr starker Mensch, wie ich finde. Ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, sie ist querschnittsgelähmt und hat aber so viel Lebensfreude und Energie und Kraft und so, dass es der Wahnsinn, also wirklich, ich habe ganz, 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 ganz viel Respekt vor ihr. Und sie hat auch einen eigenen Blog, wo sie so ein bisschen über ihr Leben schreibt und eben über diese ganze Situation. Und ich habe mir da gestern mal ein bisschen was durchgelesen und finde das echt mega. Ich werde euch den mal, Mann, kannst du mal hier so bleiben, in die Infobox verlinken, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Also ich finde das echt Wahnsinn. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ich so glücklich sein könnte mit so einem Schicksal. Aber deswegen wirklich Hut ab und meinen allergrößten Respekt. Und ich finde das mega, wie du bist. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Und somit, ja. Gut, Vanessa, film doch mal nichts. Somit einen riesengroßen herzlichen Glückwunsch. Das war, glaube ich, kein Deutsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Liebe zum Geburtstag und bitte, bitte bleib unbedingt so, wie du bist. So, ich habe jetzt was gegessen, mich geschminkt und fertig gemacht und werde jetzt zur Arbeit gehen. Ich habe heute wieder ein bisschen was anders an meinen Augenbrauen gemacht. Ich finde es ganz okay. Auf den Lippen habe ich überhaupt. Ich habe heute den Allerherbst, nicht kann nicht reden Tag. Auf den Lippen habe ich einen Lippenstift von NYX.
In der Farbe Tea Rose. Ich habe da auch voll viele von. Die sind nämlich auch geil. Ja. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. See you in the evening. Feierabend! Ich bin zu Hause und hab Hunger. Ich mach mir jetzt erstmal Essen. So, ich bekomme ja immer mega viele Fragen zu dieser Fotowand. Ich zeige euch mal, wie ich die Sachen anbringe, weil ihr seht, die Katzen zerstören das manchmal. Ich benutze da immer dieses Zeug von Tesa. Fokussiere das doch mal. Danke. Das sind hier einfach so kleine Klebepunkte. Und damit klebe ich die fest. So sieht es aus. Dann ist hier so eine Folie drauf. Klappt alles nicht so hervorragend mit einer Hand. So, und dann sind da die Punkte. Und die klebt man dann auf ein Foto. So. Und dann an die Wand. Wo ich hingehe im März. Oder? Im März? Ja. Disney on Ice, 100 Jahre. Ich freue mich. Am 9. März. In Oberhausen. Yay. So. Alles wieder heile. Ich muss die mal ein bisschen aktualisieren. Diese Wand. Ich habe jetzt gerade Dschungelcamp geguckt. Und DSDS. Ich mag Shirin. Ich mag sie. Ich mag ihre Einstellung, ihren Charakter. Ich finde, es ist eine sehr, sehr starke, gute Persönlichkeit. Und jetzt. Ding dong. Gehe ich mich mal abschminken, gucke noch ein paar YouTube-Videos und dann gehe ich pennen. Bin auch schon müde. Morgen fliegt schon der erste beim Dschungelcamp raus. Irgendwie ziemlich schnell. Ja. Naja. Mal sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis morgen. Ich muss mal noch etwas hinzufügen. Jetzt kommt der erste Real Talk. Ich liebe Essen. Und ich verstehe nicht, wie Leute vloggen können und essen gehen und nicht ihr Essen zeigen. Like, what the fuck? Ich will sehen, was die essen. Ich weiß noch früher, als Instagram so zum Trend wurde und viele Leute angefangen haben, ihr Essen zu posten, wo dann jeder so meinte, boah, warum postet man denn sein Essen und das will doch niemand sehen. Und ich denke mir so, like, what the fuck? Ich will das Essen sehen. Ich finde das voll geil. Mir Essensfotos, Essensvideos, was weiß ich, was anzugucken. Ich liebe das. Wirklich. Ich könnte mir die ganze Zeit Essen angucken. Und wenn ich einen Vlog sehe und sehe, die Leute gehen ins Restaurant und dann kommt die nächste Szene und die sind draußen, denke ich mir so, Entschuldigung. Jetzt möchte ich einen Daumen runtergeben. Nein, Spaß, aber ich will das Essen sehen. Könnt ihr mich irgendwie verstehen? Ich bin so ein Opfer. So Food Diaries und so. Ich liebe das. Und in einem Vlog am liebsten möchte ich einfach sehen, was die essen. Deswegen liebe ich auch Anna Saccone's What I Ate Wednesday Videos. Findet ihr solche Videos eigentlich cool? Wenn ihr die nicht kennt, geht mal auf ihren Kanal Anna Saccone. Ich kann ihn euch mal kurz suchen. Sie lädt nämlich immer mittwochs ein What I Ate Wednesday hoch und zeigt dort einfach, was sie mittwochs isst. Und ich finde das mega cool und macht das halt so ein bisschen Vloggy-mäßig. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das bei mir cool finde, weil ich ja sowieso immer vlogge und euch theoretisch in meinen Vlogs immer mein Essen zeigen könnte. Das ist auf jeden Fall ihr Kanal. Anna Saccone. Hallo? Ja, und sie lädt What I Ate Wednesdays hoch. Naja,
das auf jeden Fall nochmal zum Abschluss. Ich liebe es, mir Essen anzugucken. Und ich folge keinen Essensseiten auf meiner Instagram-Seite. Aber ich folge mega vielen auf Facebook, so diesen tasty Sachen und gesunden Sachen, so Low Carb Sachen, folge ich mit unserer Low Carb Seite. Das ist Lauras und meine Low Carb Instagram Seite, @lowcarbfoodporn mit Doppel-O bei Porn. Und da folge ich den ganzen Sachen und da scrolle ich jeden Tag durch und ich liebe das. Und das ist total random. Auf meiner Jonessa-Seite folge ich gar keinen Essenssachen. Und auf Facebook folge ich dann diesen Tasty-Sachen und Tasty-Rezepte und alles, was nicht gerade so wirklich low-carb und gesund ist. Ja, das war so unfassbar random jetzt. Okay, ich verabschiede mich jetzt von euch mit ganz viel Essen in meinem Kopf. Montag ist die Kur vorbei, dann kann ich essen. Also mehr essen als jetzt. Jetzt esse ich ja auch. Ist ja nicht so, dass ich Hunger habe. Wir lassen das. Tschüss.